Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Long time no see, schon wieder. Es passieren gerade rund um mich schon wieder mega viele Sachen, deswegen komme ich gerade nicht so viel zum Käferschrauben. Aber ja, jetzt bin ich wieder da. Ich habe schon manches gemacht, was ich nicht im Video gezeigt habe. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Und ja, es ist Progress da. Es ist nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber ja, es passieren halt Sachen und ich bin auch manchmal ein bisschen überarbeitet und so. Deswegen dauert jetzt gerade alles ein bisschen länger. Ja, ich habe auf jeden Fall mal die ganze Seite geblankt. Also alles Blech, was hier so ist, ist alles blank. Ja, ich habe halt schon wieder ein paar Probleme. Deswegen ist die Motivation gerade irgendwie nicht so da. Aber ja, ich habe hier einen Knick. Den hat man mit dem Lack nicht so schön gesehen, aber da ist auf jeden Fall eine Delle. Also ich denke, als es ihn überschlagen hat, hat es hier halt das Ding reingedrückt. Das werde ich jetzt aber nicht mehr rausbekommen. Also ich denke, das wird einfach so bleiben. Ist nicht geil, aber ja, ist halt so. Ich habe auch hier hinten eine Delle, man sieht es jetzt in der Kamera ganz gut. Die habe ich schon probiert zum Rausdrücken. Also hier in diesem Bereich ist die. Da muss ich noch weiter sehen, was da so los ist. Also ja, ganz dellenfrei ist er hier nicht. Ich habe auch hier oben eine Delle, die habe ich mir beim Dach ausbauen reingeschlagen. Ja, ist alles halt so eine Sache irgendwie. Jetzt auf der Kamera zu zeigen, wo ich gerade bin und was mir gerade Sorgen macht, ist ein bisschen schwierig, denn die Tür ist verzogen. Wenn ich sie jetzt mal hier so reinstelle, also die ist jetzt nicht ganz in der Flucht, also nicht ganz so, wo sie hin soll. Aber ich denke, man sieht es von vorne dann schon, dass der Türrahmen nach außen steht. Das liegt jetzt nicht am Dach oder so. Zumindest denke ich das. Es ist halt die ganze Tür einfach verzogen. Ich werde jetzt dann nochmal kurz anschrauben, also zumindest vorne mal angeschraubt lassen, dann kann ich es euch besser zeigen. Auf jeden Fall ist die eigentlich kaputt. Jetzt hoffe ich halt, dass ich die irgendwie ausbiegen kann und dann schauen wir mal weiter. Ja, so eine Tür bekommen ist nämlich gar nicht so leicht, wie ich mir das gedacht hätte. Ich habe auch unten eine Teppichklammer gebaut. Ja, ich habe die Tür jetzt mal rangeschraubt. So sieht das Ganze aus. Und wenn ich jetzt hier so reinfilme, dann sieht man, dass die ganze Tür verbogen ist. Also eigentlich der Knick hier unten, das ist so ein leichtes U, also so ein C fast schon. Und oben sollte es eigentlich dann relativ steil nach innen gehen. Und ja, es geht halt quasi ein Stück nach innen und ab diesem komischen Knick hier biegt sich das Ganze nach außen. Also das ist definitiv verbogen. Hier drüben dasselbe. Hier habe ich auch einen Knick und auch hier einen Knick. Also ich denke, man sieht es, der ganze Türrahmen ist verbogen. Das Komische ist, die Fenster passen perfekt eigentlich. Also recht viel besser, glaube ich, wird das nicht. Also die passen wirklich perfekt. Es ist halt, wie gesagt, alles andere herum verbogen irgendwie. Das Komische ist, der untere Türrahmen ist eigentlich noch gut und ich hätte hier auch eigentlich noch nirgends einen Knick gesehen. Aber wenn ich jetzt die Tür zumache, dann sieht man schon ziemlich schnell, dass das Ganze hier einfach nicht passt. Ich weiß auch nicht ganz, wie man das Ganze vorne einstellt. Also ich habe jetzt geschaut, dass hier ungefähr derselbe Spalt ist, von oben nach unten. Wenn ich hier mit dem Finger hingreife, dass es hier halt relativ gleich ist. Unten gehöre ich sogar noch ein bisschen raus. Ich denke, die Tür wird nicht mehr so geil, aber ja, besser als gar keine Tür.
So, Leute, kurz ein bisschen herumdrücken später. würde ich mal sagen, der Spalt nach unten sieht schon mal recht gut aus. Ich habe die Tür jetzt noch mal ein bisschen rausgeschraubt, damit man es besser sieht. Also so würde ich sagen, nach unten sieht schon mal recht gut aus, nach oben halt noch nicht. Das werde ich jetzt aber, denke ich, so wie ich gerade getan habe, mit herumdrücken, wahrscheinlich nicht rausbringen. Deswegen werde ich jetzt da innen mal probieren, ob ich diesen Knick hier rausbekomme. Also da, der ist schon echt heftig. Und dann werde ich mal sehen, wie das so weitergeht. Jo, also die Tür passt schon mal, würde ich sagen, gar nicht mal so schlecht. Der Spalt da nach unten ist natürlich, der passt natürlich nicht. Also das sieht jetzt auf der Kamera gar nicht so schlimm aus, aber da geht schon um ein, zwei Millimeter, wo die Tür ein bisschen so hängt gegenüber dem Rest des Wagens. Denke ich, ist aber relativ egal. Also wenn man hier so reinzieht, wird der Spalt nach unten ein bisschen kleiner. Da gibt es auch Leute, die dann die Seitenwand abflexen und das dann passend machen, aber scheiß drauf. Das ist mir dann, denke ich mal, doch egal. Ja, wie gesagt, jetzt werde ich probieren, ob ich die eine Delle auf der anderen Seite rausbekomme und eventuell den Knick, der hier so ist. Das werde ich jetzt mit einem Auszieher machen. Da habe ich mir vor ein paar Monaten mal so ein Auszieher-Set gekauft und da werde ich halt dann irgendwas basteln, irgendwie, und dann wird das schon was werden, denke ich. Also ich habe jetzt die eine Delle mal ausgebogen und ich würde schon mal sagen, das passt schon mal sehr gut so. Also ja, ganz hundertprozentig passt sie noch nicht. Und ich habe mir hier auch leider ein paar Löcher reingerissen. Also ich habe das auch zum ersten Mal gemacht und da ist mir leider stellenweise das Blech rausgebrochen. Aber ja, ist eigentlich ziemlich cool geworden. Sieht auch wieder relativ gerade aus, würde ich sagen. Also dieser Knick ist schon mal relativ gut weggegangen. Das wird auf jeden Fall Spachtelmasse brauchen, sonst wird das nichts mehr, denke ich. Aber wie gesagt, oben haben wir jetzt noch so, ja, was sind das? 1,5, 2 mm, die noch ran müssen. Und unten würde ich auch sagen, so 1 mm oder so. Jo, ziemlich cool eigentlich. Jetzt passt es komischerweise vorne wieder richtig gut. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an, würde ich sagen. Ja, so sieht das jetzt von innen aus. Wie gesagt, vorne scheint das Licht durch, also das Dach passt noch nicht ganz. Auch da an der Kante sieht man es ganz gut, dass es vorne noch ein bisschen zu hoch ist. Aber sonst, jo. Sieht eigentlich ganz geil aus. Oben könnten wir ein bisschen zurück. Da müsste ich eventuell mit einer Beilagscheibe beilegen oder so. Oder irgendwas beilegen halt. Ja. Die Teppichklammer passt auch sehr, sehr gut.
Der Spalt ist überall ziemlich gleich, also da hat man auch relativ viel Platz für die Teppichklammer, also die stört jetzt eigentlich überhaupt nicht, da kann man ruhig ein dickes Blech nehmen, das ist eigentlich, denke ich mal, ziemlich egal. Und ja. Ja, oben müssen wir definitiv noch zurück, da sieht man durch. Also da muss ich auf jeden Fall noch was tun. Man sieht auch, wenn ich es bewege, ich bewege mich gerade als Ganzes, deswegen sieht man es auf der Kamera nicht. Aber man sieht genau bei dieser Stelle, wo halt der Knick angefangen hat, wo sich der Türrahmen bewegt. Sieht schon gut aus. Man könnte es theoretisch auch so lassen, so ein bisschen ein Spalt ist ja egal. Vorher stand ja wirklich so ein Zentimeter unten vor. Und ja, ziemlich geil eigentlich. Ziemlich, ziemlich cool. So Leute, die Tür passt jetzt mal recht gut rein, würde ich sagen. Also das kann man vorerst mal so lassen. Und jetzt bin ich bei einem alten Problem, dieser Spalt hier vorne. Der passt natürlich ganz und gar nicht. Jetzt habe ich mir die Beifahrertür reingehangen und jetzt habe ich hier halt ein anderes Problem. Also wenn ich hier mit dieser Leiste relativ gleich bin, ein bisschen höher vielleicht sogar noch, aber dass das hier passt, dann streife ich halt oben hier mit dem Dach an der Tür. Und das ist eigentlich die Seite, wo ich mir dachte, die ist fertig. Ich habe die jetzt mal reingeschraubt. Und ja, hier ist auch dieser Spalt viel größer als auf der anderen Seite. Und ja, also das passt auch nicht. Das bedeutet, ich muss beide Säulen, beide A-Säulen nochmal bearbeiten. Das ist halt jetzt ein bisschen scheiße, aber es hilft nicht. Die Tür wird, denke ich mal, so bleiben, wie sie jetzt ist. Und man sieht, ich habe hier einen 3 mm großen Spalt. Unten wird es ein bisschen weniger, oben ein bisschen mehr, aber so ungefähr. So Leute, ich habe jetzt diese A-Säule ein bisschen nach hinten gebogen mit dem Hammer, hier und in der Innenkante. Und jetzt sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Also das, denke ich mal, kann man relativ so lassen. Ganz hundertprozentig wird der Spalt sowieso nie passen. Die Türen passen ja auch alle nicht. Aber so von ein bisschen weiter weg, wenn man jetzt nicht so ganz genau sieht, hinschaut, dann sieht das, denke ich mal, schon ganz gut aus. Also das könnte ich eventuell so lassen. Vor allem ist wichtig, dass der Spalt von hier bis hier ungefähr gleich ist. Also der Spalt hier so rüber passt eigentlich bis hier, nur da vorne passt er halt nicht ganz. Aber ansonsten würde ich sagen, ich lasse die Tür jetzt einfach so. Und das Dach auch. Das bedeutet, ich kann das jetzt endlich fertig verschweißen und die Scheiße wegmachen. Jetzt ist leider mein Sorgenkind diese Seite. Das hätte ich ja eigentlich schon so weit mal fertig gemacht und fertig fürs Verzinnen, Verspachteln, was weiß ich was. Jetzt werde ich das aber nochmal aufflexen müssen. Denn das gefällt mir nicht, dass hier die Tür an dem Dach ansteht, wenn der Fokus irgendwann passt. Also das gefällt mir nicht, das wird noch bearbeitet. Also da soll ja auch der Spalt, wenn ich hier reinschaue, das sind 3-4 mm und hier vorne halt einfach gar nichts mehr. Also diese Seite wird noch bearbeitet. Und die andere lasse ich jetzt so. So Leute, jetzt ist die A-Säule verschliffen. Ich habe dafür viel, 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 brutal viel länger gebraucht, als ich mir gedacht hätte. Also ich habe da gerade Stunden reingesammelt, bis das endlich mal gepasst hat. Also wirklich. Hoi, man sieht es auch hier. Hier habe ich hinten dann verschweißt nochmal. Also ich bin jedes Mal irgendwie durchs Blech durchgefahren. Jedes Mal. Ich habe auf der kleinsten Einstellung des Schweißers geschweißt und bin trotzdem durchs Blech durchgefahren. Also ich habe hier jetzt ewig herumgekackt und jetzt passt so halbwegs. Also es ist noch nicht perfekt, aber es passt so halbwegs. Ich habe jetzt auch mit dem Hammer raufgeschlagen und probiert, ob irgendwelche Schweißnähte jetzt reißen oder nicht, weil das hat mich jetzt so lange genervt, dieses Ding. Naja, auf jeden Fall sieht das jetzt so aus. Der Spalt sieht jetzt so aus. Ich habe mich jetzt mit anderen Leuten unterhalten, die Käfer haben, die Berüchtigten. ja, und die sagen, dass dieser Spalt eigentlich relativ normal ist. Deswegen werde ich den jetzt auch einfach so lassen. Also es bleibt jetzt so, wie es ist. Wie gesagt, Stunden habe ich jetzt da reingesammelt. Fast den ganzen Tag eigentlich, also ja, kein Bock mehr heute. Ja, alles ziemlich cool. Das Ding ist jetzt endlich fertig. So sieht das jetzt von innen aus. Es ist noch nicht perfekt. Ich muss noch kleine Feinarbeiten machen, also ein bisschen nacharbeiten und so. Also ja, die Dichtung wird, denke ich mal, hier irgendwo liegen. Also ich denke, dass man nicht alles sieht. Man sieht auf der Kamera gar nichts. Also man sieht nicht alles. Ich denke, die Dichtung liegt irgendwo hier.
Meine Hände massiv schwarz. Also die Dichtung geht bis hier rüber und ab da innen drinnen wird man dann wahrscheinlich was sehen. Ja, aber es ist jetzt egal. So sieht das aus. Ich habe dafür echt viel zu lange gebraucht. Und ja, Gott sei Dank ist es jetzt fertig. Auf der anderen Seite steht mir jetzt dasselbe nochmal bevor. Da dachte ich ja, ich bin schon fertig, aber jetzt passt die Tür halt nicht. Wir haben das, denke ich, damals mit der anderen Tür probiert und jetzt diese Tür passt halt da nicht rein. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall muss ich da jetzt nochmal abschneiden, ein bisschen höher und dann noch neu verschweißen. Ja, das mache ich dann nächstes Wochenende. Ich habe keinen Bock mehr. Es sieht zwar noch sehr hell draußen aus, aber es ist eigentlich schon sehr spät. Danke fürs Zusehen, das war's mit dem Video. Lasst mir gerne Abo, Kommentar oder irgendeinen anderen Scheiß da. Nächste Woche geht's weiter, wahrscheinlich mit der anderen A-Säule. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, also mal schauen. Ich muss ja auch außerdem noch den Kofferraumdeckel herrichten und den Motorhaubendeckel und alles andere Zeug und ich muss noch 1000 Dellen ausbiegen. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.